Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 23 und es geht um die partielle Ableitung. Ja, wir hatten im letzten Kapitel den Begriff der totalen Ableitung für Funktionen eingeführt, und zwar für Funktionen in einem relativ abstrakten Setting, nämlich Abbildung zwischen zwei normierten Vektorräumen. Jetzt in dem Abschnitt und in nachfolgenden Kapiteln wird es konkret. Da schauen wir uns immer Funktionen an, die Werte im euklidischen Vektorraum Rm oder auch nur in R annehmen und auf einer Teilmenge vom euklidischen Vektorraum definiert sind. Ja, und das erste Ziel ist eben, den Begriff der partiellen Ableitung einzuführen. Das ist etwas, was man einfach ausrechnen kann und überprüfen kann, ob so eine partielle Ableitung existiert. Und dann werden wir auch Kriterien feststellen und kennenlernen, die es dann erlauben, mithilfe der partiellen Ableitung zu überprüfen, ob so eine Funktion auch im Sinne einer totalen Differenzierbarkeit differenzierbar sind. Also im Sinne des Differenzierbarkeitsbegriffs, den wir im letzten Kapitel eingeführt haben. Dann ein wichtiges Objekt ist die Jacobi-Matrix, und wir werden uns am Ende des Kapitels mit höheren partiellen Ableitungen beschäftigen, und da kommt dann das Lemma von Schwarz ins Spiel, das besagt, dass falls alles schön ist, die Reihenfolge des Differenzierens keine Rolle spielt. Ja, bevor wir mit den eigentlichen Inhalten dieses Kapitels beginnen, möchte ich eine Vorbemerkung machen, die man sich immer im Hinterkopf behalten sollte für dieses Kapitel. Und zwar, wenn wir uns mal so eine Funktion anschauen von Rn nach Rm und annehmen, dass dieses f differenzierbar ist in dem Punkt x, dann ist nach dem Begriff der totalen Differenzierbarkeit die Ableitung ja eine lineare stetige Abbildung von Rn nach Rm. Nun ist es so, dass Rn und Rm, das sind beides endlich dimensionale Vektorräume. Und wir haben jetzt schon bewiesen und wissen schon, dass lineare Abbildungen zwischen endlich dimensionalen Vektorräumen automatisch stetig sind. Das heißt, dieser Raum der linearen und stetigen Abbildung von Rn nach Rm ist nichts anderes als der Raum der linearen Abbildung von Rn nach Rm. Hier fordern wir nur die Linearität, und diese sind dann automatisch aber stetig im Endlichdimensionalen. Dann hatten wir ja schon gesehen, dass wir solche linearen Abbildungen von Rn nach Rm eben identifizieren können mit einer Darstellungsmatrix. Und das möchten wir auch nochmal wiederholen. Also man kann lineare Abbildung zwischen euklidischen Vektorräumen identifizieren mit skalaren Vektoren und Matrizen. Und da gehen wir mal der Reihe nach durch. Zunächst einmal stellt man fest, dass einfach der reelle Zahlenkörper selber isomorph ist zu den linearen Abbildungen von R nach R. Wie muss man es verstehen? Nun, wenn ich hier einen Skalar habe, ich nenne den mal Alpha, dann kann ich jedem Alpha eben eine lineare Abbildung zuordnen, und das geht ganz einfach. Die lineare Abbildung ist definiert als T angewendet auf x ist gleich Alpha mal x. Ja, das hatten wir auch schon verwendet, als wir festgestellt haben, dass wenn wir eine Funktion von R nach R gehen, betrachten, die stetig differenzierbar, die differenzierbar ist, dass dann die Ableitung an der Stelle gerade das Produkt von f'x nach h ist. Und in diesem Fall ist also dfx in dieser Notation die Ableitung in die lineare Abbildung, und f'x ist einfach der Skalar in R. Dann als nächstes wissen wir auch bereits, dass die m Kreuz n Matrizen, also die Matrizen mit m Zeilen und n Spalten, dieser Vektorraum ist auch isomorph zum linearen zum Raum der linearen Abbildung von Rn nach Rm.
Und wie sieht da die Identifikation aus? Nun, wenn wir eine Matrix A haben, dann können wir eine lineare Abbildung finden von Rn nach Rm, die einfach ein x, einen Vektor x aus dem Rn abbildet auf das Matrix-Vektorprodukt Ax. Und da kommt dann eben ein Vektor aus dem Rm raus. So, das wird uns erlauben später, wenn wir uns Abbildungen ansehen von Rn nach Rm, die differenzierbar sind, die Ableitung mithilfe einer Matrix darzustellen, und das wird die Jacobi-Matrix sein. Auf der linken Seite haben wir also eine lineare Abbildung angewendet auf H, und auf der rechten Seite steht hier ein Matrix-Vektorprodukt. Und das basiert auf dieser Identifikation dieser Räume. Dann gibt es jetzt noch einen Spezialfall dieser Situation, und das ist, wenn wir es mit Funktionen zu tun haben, die skalarwertig sind. In diesem Fall ist also die Dimension des Bildraumes m gleich 1. Und dann sehen wir als Spezialfall dieser Situation, dass der Vektorraum R der Matrizen der 1 Kreuz n Matrizen, dieser ist isomorph zu den linearen Abbildungen vom Rn nach R. Aber natürlich sind diese 1 Kreuz n Matrizen auch dasselbe wie die Vektoren im euklidischen Vektorraum Rn. Man würde vielleicht, wenn man an sowas denkt, wirklich eher an eine Matrix denken, der Form A hat Einträge A1 bis AN und würde sich so einen Zeilenvektor denken, während man, wenn man an den Rn denkt und im Kontext ist, wo man vielleicht mal eine Matrix-Vektormultiplikation benötigt oder vielleicht ein Skalarprodukt, dann würde man die Vektoren im Rn vielleicht eher auffassen als einen Spaltenvektor. Ja, und diesen Objekten kann man dann eine lineare Abbildung zuordnen. Die ganz analog zu dem, was da unten steht, aufgeschrieben werden kann. Also wir wenden diese 1 Kreuz n Matrix auf den Vektor x an. Und da kommt eben ein Skalar raus. Oder wenn wir die Spaltenvektoren benutzen, dann können wir das auch anders aufschreiben als A Standardskalarprodukt mit x. Und das wird uns vor allem dann im nächsten Kapitel beschäftigen, wenn wir uns mit skalaren Funktionen auf dem R hoch n beschäftigen. Und das wird uns auf den Begriff des Gradienten letztlich führen. Also hier ist der Punkt, nochmal um das zusammenzufassen, folgender. Im letzten Kapitel wurde die Ableitung als lineare Abbildung eingeführt. Jetzt in dem konkreten Fall, den wir hier betrachten, nämlich wenn wir Funktionen auf dem Rn mit Werten im Rm haben, dann können wir den Raum der linearen Abbildung identifizieren mit Matrizen, Vektoren oder mit Skalaren und erhalten dann eben auch eine andere Darstellung für die Ableitung. Und das hängt eng, diese andere Darstellung hängt dann mit dem Begriff der Parzellenableitung zusammen, den wir gleich einführen werden. Ja, eine zweite Vorbemerkung ist folgendes: Wir möchten solche Funktionen verstehen oder die Differenzierbarkeitseigenschaften solcher mehrdimensionaler Funktionen verstehen, indem wir diese Funktionen reduzieren auf eindimensionale Funktionen, also auf Funktionen, die Werte in R annehmen und auch nur von einer Variablen abhängen. Denn eigentlich können wir nur solche Funktionen gut verstehen, für die können wir die Vorstellung leicht entwickeln. Und um diese Reduktion durchzuführen, muss man sich zum einen um die Mehrdimensionalität des Bildraumes kümmern, aber dann auch um die Mehrdimensionalität des Raumes, des Definitionsgebietes. Ja, und wir möchten uns zunächst mal mit der Mehrdimensionalität des Bildraumes beschäftigen. Und das haben wir schon mal gemacht, nämlich im Kapitel über Kurven. Und wir gehen hier ganz analog vor, nämlich wenn wir einen Vektor V haben aus dem Rm, dann und so eine Funktion, dann können wir eine neue Funktion definieren, f-Index V, die geht dann auch von Omega, aber nun nach R und nicht nach Rm. Und die definieren wir eben, indem wir
zunächst mal fx ausrechnen und dann das Standardskalarprodukt mit dem Vektor v bilden. Was da rauskommt, ist eine reelle Zahl, ein Skalar. Und insbesondere können wir für v natürlich auch einen Basisvektor wählen, der Standardbasis, also einen Vektor e1 bis em. Und in dem Fall machen wir das wie im Fall der Kurven, dass wir statt e1 bis em hier unten einfach den Index hinschreiben, den wir meinen, und erhalten auf diese Weise dann die sogenannte Komponentenfunktion zu f. Ite Komponentenfunktion. Komponentenfunktion. Ja, mit den Komponentenfunktionen können wir dann statt fx auch explizit einen Vektor hinschreiben, nämlich den Vektor f mit Einträgen f1x bis fmx. Ja, und dieses Lemma sagt nun, dass wenn Sie die Differenzierbarkeit einer vektorwertigen Funktion verstehen möchten, dann können Sie einfach sich die Komponentenfunktion ansehen. Also folgende Aussagen sind äquivalent. F ist differenzierbar in x. Die Komponentenfunktionen sind alle differenzierbar in x. Und auch diese Komponenten in Richtung eines Vektors v sind alle differenzierbar in x, und zwar für jeden Vektor v. Und das Gleiche gilt auch, wenn Sie differenzierbar durch stetig differenzierbar ersetzen. Ja, und wenn man dann eine differenzierbare Funktion hat, dann kann man auch diese Ableitung einfacher ausrechnen. Die Ableitung an der Stelle x angewendet auf den Vektor h ist nämlich dann durch diesen Vektor hier gegeben. Und die einzelnen Einträge der Vektoren sind genau die Ableitung angewendet auf h in Richtung der einzelnen Komponentenfunktionen. Und die Ableitung in Richtung v, nicht in Richtung v, sondern die Ableitung der v-Komponente können Sie dann auf diese Art und Weise berechnen. Ja, und zum Beweis dieses Lemmas ist nicht viel zu sagen. Das liegt einfach daran, dass wenn Sie wissen ja, der Ableitungsdifferenzierbarkeitsbegriff beruht auf Konvergenz, und in dem Fall muss man die Konvergenz im RM verstehen. Und wir haben bereits festgestellt, dass in RM eine Folge genau dann konvergiert, wenn eben die einzelnen Komponenten in R konvergieren. Und das war ein Lemma aus dem ersten Kapitel des Lemma 1.22. Und mit Hilfe dieses Lemmas sieht man dann sofort, dass diese Beobachtung hier gilt. Als nächstes möchten wir uns mit der Mehrdimensionalität des Definitionsbereiches beschäftigen. Also die Frage ist, wie können wir durch eindimensionale Objekte Funktionen verstehen und Differenzierbarkeit von Funktionen verstehen, die auf dem Rn definiert sind. Dazu schauen wir uns diese Situation an. Wir haben ein Omega, das offen ist, eine Teilmenge vom Rn und eine Funktion, die auf Omega definiert ist und in den Rm abbildet. Und wir fixieren mal einen Punkt in Omega. Das Bild ist also folgendes, das ist unser Omega und hier drin liegt ein Punkt x. Ja, wir sind im Rn hier in diesem Bild, das heißt, ich male mal hier ein Koordinatensystem hin. Meinetwegen in zwei Dimensionen. Und wir können jetzt hier im Rn eine Richtung fixieren, einen Vektor, den ich hier mal einfach mit e bezeichne. Und ich kann mir nun die Gerade durch den Punkt x in Richtung e ansehen. Das wäre also etwa sowas. Sie würde sich natürlich unendlich fortsetzen. Ja, diese Gerade, die wird beschrieben durch die Kurve x plus t mal e, und wobei t hier eben ein skalarer Parameter ist. Für t gleich 0 landen wir bei x, wenn t positiv ist, sind wir hier oben, gehen wir in Richtung e, und für t negativ gehen wir in diese Richtung. Und jetzt ist es ja so, dass das Omega offen ist, das heißt, wir finden eine offene Kugel um x, sodass alle Punkte mit einem kleinen Abstand immer noch in Omega enthalten sind. Und was aus dieser Beobachtung folgt, ist nun folgendes, dass wenn wir nun eine Abbildung betrachten, die von minus r, r nach zunächst mal nach Rn geht und eben ein t auf einen Punkt dieser Geraden abbildet,
dann können wir dafür sorgen, dass wenn wir R klein genug wählen, also positiv, strikt positiv, aber klein genug, dass dann dieser Punkt noch in Omega enthalten ist, indem wir eben die Offenheit des Gebietes verwenden. Und jetzt können wir uns die Funktion f entlang dieser Geraden, also längs dieser Richtung e, ansehen. Und das führt dann auf die Funktion, die eben auf diesem Intervall definiert ist und einen Parameter t abbildet auf den Vektor f an der Stelle x plus te. Und diese Abbildung geht dann nicht mehr in Rn, sondern in Rm, in den Bildraum von f. Ja, und was das ist, ist ja nichts anderes als eine Kurve, ne? Eine Kurve, also eine Funktion, die von dem skalaren Parameter abhängt und in diesem Fall in den Rm abbildet. Und wir können ja schon die Tangente, den Tangentialvektor, die Ableitung dieser Kurve berechnen. Und auf diese Art und Weise können wir auch dann eben eine Ableitung von f längs dieser Richtung e definieren und das wird die sogenannte Richtungsableitung werden. Und wenn wir dann für e, für diese Richtung e, eine der Koordinatenrichtungen wählen, dann kommt eben eine Ableitung raus, die wir als partielle Ableitung bezeichnen werden. Ja, wir werden jetzt den Begriff der Richtungsableitung und der partiellen Ableitung formal einführen. Wir schauen uns die Situation an, die wir gerade diskutiert hatten. Und dann nennen wir ein f im Punkt x in Richtung e ein Vektor im Rn, differenzierbar, falls eben die gerade diskutierte Kurve differenzierbar ist bei 0. Wenn t gleich 0 ist, schauen wir uns f im Punkt x an und wenn jetzt t variiert, bewegen wir uns längs der gerade diskutierten Geraden und schauen uns sozusagen die Veränderung von f längs dieser Geraden an. So, das Ganze ist ja eine Kurve, da können wir den Tangentialvektor bestimmen, wenn wir differenzierbar sind und wir nennen dann den Tangentialvektor bei t gleich 0 eben die Richtungsableitung von f in Richtung e im Punkt x. Und hier sehen Sie nochmal die Definition des Tangentialvektors. Wir haben diesen ja über den Differenzenquotienten definiert. Ja, zu dieser Notation der partiellen Ableitung. Hier wird man, sieht hier aus wie ein Bruch. Das ist aber tatsächlich nur ein Symbol. Was dahinter steckt, warum man das so notiert, ist vielleicht folgende Begründung. Nun, was man hier ja hat, ist ja auch ein Bruch. Und zwar wird hier ein Längenverhältnis betrachtet, nämlich sozusagen das Verhältnis der Länge im Bildraum zum Verhältnis der Differenz dieser beiden Vektoren oder Punkte im Definitionsraum und in dieser Weise ist das auch ein infinitesimaler Bruch, der hier steht. Aber es ist einfach für uns eine Notation und die ist auch gebräuchlich. Es gibt andere Schreibweisen, zum Beispiel einfach Delta Index E von f an der Stelle x ist auch noch etwas, was häufiger verwendet wird. Nun, wenn wir uns mal das anschauen, dann ist die Richtungsableitung von f ist also ein Grenzwert dieses Objektes. Dieses Objekt ist ein Vektor im Rm. Das heißt, die Richtungsableitung ist einfach ein Vektor im Rm. Im Gegensatz zur totalen Ableitung aus dem letzten Kapitel, die ja eine lineare Abbildung war, ist die Richtungsableitung ein Vektor im Rm. Nun, wenn wir Richtungsableitung in Koordinatenrichtung bilden, dann kriegen wir eine partielle Ableitung. Insbesondere wenn wir für die Richtung e den Koordinatenvektor ej uns ansehen, dann erhalten wir die partielle Ableitung nach xj. Das ist also die Definition. F heißt im Punkt x nach xj partiell differenzierbar, falls f x in Richtung ej differenzierbar ist. Und das bedeutet einfach, dass dieser Grenzwert hier existiert. Was steht hier? An dieser Stelle steht, könnte man auch alternativ aufschreiben, als f an der Stelle x plus t mal j
Koordinatenvektor und das heißt, dass man einfach nur in die j-te Komponente von x das t addieren muss. Okay, also falls dieser Grenzwert t gegen 0 existiert, t geht gegen 0, es muss eine Folge sein, die ungleich 0 ist und auch so gewählt sein, dass das alles im Definitionsbereich von f liegt, dann nennen wir den Grenzwert eben die partielle Ableitung in Richtung ij und das ist unsere Schreibweise für die partielle Ableitung von f in Richtung xj. Alternative Schreibweisen sind wie gesagt Delta J F beispielsweise. Und ja, die partielle Ableitung ist ja auch insbesondere eine Richtungsableitung und damit auch ein Vektor im RM und keine lineare Abbildung. Okay, und jetzt kann man eine Reihe von Begriffen einführen. F heißt im Punkt X partiell differenzierbar, falls F in X nach allen Richtungen X1 bis Xn partiell differenzierbar ist. Wir nennen f einfach partiell nach xj differenzierbar, beziehungsweise differenzierbar in Omega, falls eben f in jedem Punkt nach xj differenzierbar ist. Und wenn wir dann die partielle Ableitung nach xj in jedem Punkt in Omega definieren können, dann können wir eine Abbildung einführen, die eben einen Punkt aus Omega nimmt und auf die partielle Ableitung nach xj im Punkt x abbildet. Und das ist ja ein Vektor im RM. Und auf diese Weise entsteht eine Abbildung von Omega nach RM. Diese Abbildung bezeichnen wir auf diese Art und Weise. Und diese Abbildung heißt die partielle Ableitung von f nach xj. So, dann setzen wir diese Definition fort und nennen f partiell differenzierbar, falls einfach f partiell nach jedem xj differenzierbar ist. Das heißt, für jede Koordinatenrichtung und für jeden Punkt x ist f eben partiell differenzierbar. Und zu guter Letzt nennen wir f stetig partiell differenzierbar, falls eben f partiell differenzierbar ist und diese partiellen Ableitungen alle stetig sind. Ich muss da nicht dazu sagen, welche Normen wir betrachten, denn im Endlichdimensionalen sind alle Normen äquivalent. Okay, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Hier schauen wir uns eine lineare Abbildung vom Rn nach Rm an. A ist also eine Matrix, eine M kreuz N Matrix. Und wir schauen uns eine Richtung E an und möchten jetzt die Richtungsableitung in Richtung E eben ausrechnen. Und gut, was müssen wir da tun? Wir müssen uns, wenn wir eben Delta F über Delta E am Punkt x ausrechnen möchten, müssen wir uns den Grenzwert ansehen, x plus te minus f von x über t und dann den Grenzwert t gegen 0. Und hier stellt man fest, aufgrund der Linearität steht hier also ax plus t mal ae minus ax, das heißt, es bleibt nur t mal ae übrig, das t kürzt sich raus und wir sehen, dass dieser Ausdruck hier sogar konstant ist und identisch mit dem Matrix-Vektorprodukt a mal e. Das heißt, die Richtungsableitung ist einfach a mal e. Und wenn wir für e jetzt die Koordinatenvektoren einsetzen, dann stellen wir fest, dass Delta über Delta xj von f an der Stelle x einfach a mal ej ist. Und das ist also was? Das ist der j-te Spaltenvektor der Matrix A. Gut, schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Hier schauen wir uns eine Abbildung an von R3 nach R2. Die ist hierdurch definiert. Der Vektor X, da ist immer die Konvention, dass wir eben einen Vektor X in R3 verstehen oder die Komponenten von dem Vektor eben mit x1 bis x3 bezeichnen und die kommen eben hier vor in der Definition. Ja, und wir wollen jetzt hier die partiellen Ableitungen ausrechnen. Zunächst mal nach x1 an der Stelle x. Ja, und
Zunächst mal können wir, das liegt jetzt an dem Lemma, das wir ganz am Anfang dieses Lernvideos uns angeguckt haben, können wir einfach die partielle Ableitung für eine der beiden Komponenten von f ausrechnen, und zwar getrennt. Und jetzt schauen wir uns die erste Komponente an. Erste Komponente, f1 ist also f1 von x ist gerade x1 Quadrat, x2, x3 plus Sinus x1. Und die müssen wir nach x1 ableiten. Das heißt, wir müssen diesen Differenzenquotienten bilden. Ja, als nächstes schauen wir uns eine Abbildung an vom R3 nach R2, die hier explizit gegeben ist. Hier ist die Konvention, und auch sonst immer in der Vorlesung ist die Konvention, dass wir eben die Komponenten von so einem Vektor mit x1 bis x3 eben bezeichnen, ne? Also der Vektor x in R3 hat die Komponenten x1, x2, x3, und diese tauchen dann hier in der Definition auf. Wir möchten die partielle Ableitung von f berechnen, und dazu reicht es aus, aufgrund des Lemmas, das wir ganz am Anfang dieses Videos bewiesen haben, dass wir uns auf die einzelnen Komponenten zurückziehen. Also zum Beispiel auf die Komponente f1. Das wäre die obere Komponente, und dann können wir uns die Komponente f2 auch mal angucken. Und wir möchten die partielle Ableitung nach x1 uns ansehen. Das heißt, was wir eigentlich nur machen müssen, ist eine skalare Funktion differenzieren, nämlich die Funktion f von x plus t1. Und wenn wir das mal ausschreiben, dann steht hier eben x1 plus t zum Quadrat, x2, x3 plus Sinus x1 plus t. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, die partielle Ableitung von der ersten Komponente von f, sollte die erste Komponente sein, nach x1 ausrechnen wollen an der Stelle x, dann ist das nichts anderes nach unserer Definition als die Ableitung von u an der Stelle 0. Und wenn wir das hier ableiten, dann sehen wir, da wir ja nur an x1 rumwackeln sozusagen, aus der Sicht der Funktion, betrachtet als Funktion von x1, sind alle Ausdrücke, die nur von x2 und x3 abhängen, einfach Konstanten. Und das heißt, wir können einfach hier nur diese Anteile, die nur von x2 und x3 abhängen, als Konstanten behandeln und sehen dann, also wenn wir das ableiten, das ist also die Konstante x2, x3, dann kommt die Ableitung von der Funktion x1 Quadrat, das ist also 2 mal x1, und dann kommt die Ableitung von Sinus, das ist Cosinus x1. Und das ist tatsächlich die partielle Ableitung nach x1 der ersten Komponente von f im Punkt x. Wenn wir die zweite Komponente ansehen, das ist diese Komponente hier, und diese nach x1 ableiten möchten, dann stellen wir fest, ja, die zweite Komponente hängt gar nicht von x1 ab. Da ist also die Ableitung dann 0. Ja, wenn wir diese zwei Dinge zusammenfassen, dann stellen wir fest, dass die Ableitung von f nach x1 im Punkt x, also dieser Vektor ist, mit dieser Zahl als erster Komponente und 0 als zweiter Komponente. Ja, wir können auch f nach der x2 ableiten. Wenn wir das für die erste Komponente machen, wenn wir diesen ersten Ausdruck nach x2 ableiten, dann kann man wieder x1 Quadrat mal x3 als Konstante sehen, relativ zu x2. Das heißt, das kann ich hier abschreiben. Und dann muss ich nur x2 ableiten nach x2, und das ist eben 1. Und dieser Term hängt gar nicht von x2 ab. Das heißt, da ist die Ableitung dann nach x2 0. Hier unten haben wir hier wieder sozusagen einen Vorfaktor, wenn ich nur an x2 manipuliere. Da steht also dann Cosinus x3. Und jetzt muss ich x2 hoch 3 nach x2 differenzieren. Dann steht hier eben 3 mal x2 Quadrat. Und die Ableitung nach x3 von dieser
vektorwertigen Funktion ist eben dann x1 Quadrat, x2 und hier unten steht nur x2 hoch 3 Minuszeichen Sinus x3. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Betragsfunktion, die euklidische Norm eines Punktes x an, wenn x eben ungleich 0 ist. Und dazu schreibt man das wieder anders auf. Man sagt, das ist also das Skalarprodukt von x mit sich selbst. Und hier macht es Sinn, das wirklich mal auszuschreiben. Und dann muss man davon die Wurzel nehmen. Und jetzt kann man hiervon die partielle Ableitung berechnen. Statt j nenne ich jetzt hier den Index lieber mal k. Punkt x. Ja, und kann man jetzt die Kettenregel aus der Analysis 1 anwenden. Man interpretiert sozusagen alle Komponenten mit Index j ungleich k als Konstanten. Und das Einzige, was dann relevant ist, ist hier drin der Term xk². Ne? Okay. Aber immerhin muss ich trotzdem die Kettenregel erstmal anwenden. Das ist also ein halb. Dann steht hier dieser Ausdruck. Nochmal hoch minus ein halb, und das ist ja, wie wir schon mal gesehen haben, gerade 1 durch die Norm von x. Und jetzt muss ich die innere Ableitung bilden, da gibt es dann n Terme, und nur ein Term hängt eben von xk ab, nämlich der Term xk². Und da die anderen nicht von k abhängen, verschwindet die partielle Ableitung nach xk von diesem Term, und wenn ich jetzt den Term xk² nach xk ableite, steht da zweimal xk. Und so kriegt man insgesamt als partielle Ableitung die Zahl xk über euklidische Norm von x. Und das ist einfach eine reelle Zahl, wie es auch sein sollte. Ja, hier bei dem nächsten Beispiel schauen wir uns die Funktion an, die eine Funktion von R2 nach R ist und gegeben ist durch Betrag x1 mal x2. Die Funktion ist nach x2 partiell differenzierbar. Da interpretiert man wieder dieses Betrag x1 als Konstante und dann ist die Ableitung einfach Betrag von x1. Das ist ja eine lineare Funktion in x2. Andererseits, wenn wir jetzt mal die partielle Ableitung nach x1 uns ansehen möchten, dann gibt es zwei Fälle. Entweder ist x2 gleich 0, dann ist die Funktion, wenn wir nur an dem x1 rumwackeln, eben konstant 0 und damit auch partiell differenzierbar. Aber wenn x2 eben ungleich 0 ist, wenn wir in diesem Fall sind, dann haben wir hier die Betragsfunktion und die ist eben nicht in 0 differenzierbar. Und das bedeutet, dass die Funktion f im Punkt x gleich 0, x2 mit x2 ungleich 0 nicht partiell nach x1 differenzierbar ist. Und hier kann man es nochmal genauer nachrechnen, wenn man einfach die formale Definition einsetzt. Da sieht man auch an diesem Beispiel, dass eine Funktion in manche Richtung partiell differenzierbar sein kann, aber in andere eben nicht. Und dass sich das auch ändern kann, je nachdem, welchen Punkt man betrachtet. Ja, wir hatten ja die Summen- und Produktregel für die totale Ableitung und die gilt eben auch für die partielle Ableitung. Das wird in diesem Lemma formuliert. Wir haben also zwei Funktionen von R nach Rm und eine skalare Funktion Phi, die nach R abbildet. Und wir nehmen an, dass alle diese Funktionen in dem Punkt x nach xj differenzierbar sind. Ja, und dann gilt eben für die Summe von f und g, dass die partielle Ableitung gerade der Summe, gerade die Summe der partiellen Ableitung ist. Und wenn wir das Produkt anschauen, Phi mal f, dann kriegen wir die Produktformel. Und die sieht genauso aus wie die Produktformel aus Analysis 1. Man ersetzt einfach unsere Notation Strich durch unsere neue Notation mit Delta über Delta XJ an den entsprechenden Stellen. Ja, und auch der Beweis dieser beiden Aussagen folgt direkt aus dem, was wir in der Analysis 1 gelernt haben. Und zwar können wir die Situation reduzieren, zurückführen auf die eindimensionale Situation, also auf die Situation einer
reellwertigen Funktion einer veränderlichen, und diese Funktion ist dieses U hier. Hier schauen wir uns die IT-Komponente nur an, dieser vektorwertigen Abbildung f und g, und wir schauen uns auch nur die Funktion, die Veränderung dieser Funktion an, längs der Richtung, der Koordinatenrichtung ej. Und was hier steht, ist dann tatsächlich eine Funktion von r nach r. Und wir können hierauf dann die Rechenregeln für die Ableitung aus Analysis 1 anwenden und sehen dann, dass diese Identität hier folgt. Und entsprechend für die Produktregel schaut man sich hier diesen Ausdruck an und verwendet dann die Produktregel aus der Analysis 1. Ja, jetzt können wir also, wenn wir so eine Funktion haben, uns die partiellen Ableitung dieser Funktion ansehen und auch die partiellen Ableitung der Komponentenfunktion. Ne? Die partiellen Ableitung der Komponentenfunktion sind einfach dann Zahlen in R. Und wir können diese ganzen, diesen ganzen Zahlen in die Matrix anordnen. Das ist hier passiert. Hier ist in der ersten Spalte die partielle Ableitung nach x1 und in der letzten dann eben nach der letzten Koordinatenrichtung. Und wenn wir hier zeilenweise durchgehen, dann durchlaufen wir die einzelnen Komponenten der Funktion f. Was hier also steht, ist also eine Matrix mit 1, 2, mit n Spalten und mit m Zeilen. Das heißt, es ist eine m kreuz n Matrix. Und diese Matrix nennt man die Jacobi-Matrix der Funktion f im Punkt x. Um die hinschreiben zu können, muss natürlich f erstmal partiell differenzierbar sein im Punkt x. Und für jedes x kriegt man dann eben eine andere Matrix raus. Die Matrix wird auch Funktionalmatrix genannt. Und manchmal, in manchen Lehrbüchern, wird diese Matrix nun mit f' von x auch abgekürzt. Ja, jetzt kommt ein wichtiger Satz. Der zentrale Satz in diesem Kapitel. Und zwar möchten wir den Begriff der partiellen Ableitung mit dem der totalen Ableitung aus dem letzten Kapitel in Verbindung bringen. Und da gibt es eben zwei Punkte. Wir schauen uns wieder eine Funktion f an, wie gehabt. Und der erste Punkt sagt Folgendes aus. Ist f im Punkt x differenzierbar, also total differenzierbar, wie im letzten Kapitel, dann ist f in dem Punkt auch partiell differenzierbar. Die Differenzierbarkeit ist also stärker als die partielle Differenzierbarkeit. Und in dem Fall können wir die Ableitung, also diese lineare Abbildung dfx, die Ableitung, darstellen mit Hilfe der Jacobi-Matrix. In anderen Worten, im Fall der Differenzierbarkeit ist die Jacobi-Matrix, die ja aus den partiellen Ableitungen besteht, gerade die Darstellungsmatrix der Ableitung von f an der Stelle x. Und der zweite Punkt ist sozusagen die Rückrichtung unter einer gewissen Bedingung, nämlich wenn f in der Umgebung eines Punktes partiell differenzierbar ist und die partiellen Ableitungen stetig sind, dann können wir folgern, dass f differenzierbar ist im Punkt x und eben auch stetig differenzierbar ist im Punkt x. Okay, also A sagt nochmal, differenzierbar impliziert partiell differenzierbar. Die Umkehrung gilt nicht, aber sie gilt dann, wenn wir zusätzlich die Stetigkeit der partiellen Ableitung fordern. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir mithilfe der partiellen Ableitung die Ableitung als linearen Operator explizit jetzt aufschreiben und ausrechnen können. Ja, kommen wir zum Beweis. Wir möchten jetzt zeigen, dass f differenzierbar in x impliziert, dass f partiell differenzierbar in x ist und dass diese Identität gilt. Ja, da fangen wir zunächst mal wieder an mit unserem Reduktionstrick. Wir führen also eine Funktion einer Veränderlichen ein, die Reduktion auf was Eindimensionales. Schauen wir uns also hier wieder die Kurve UT an, die f längs der Richtung ej betrachtet. Und wir wissen, wenn diese Kurve eben bei t gleich 0 differenzierbar ist, dann ist nach Definition f eben partiell differenzierbar nach xj im Punkt x. Jetzt können wir hier
für die Ableitung von U die Kettenregel verwenden. Und zwar hatten wir das im letzten Lernvideo bewiesen, dass wenn wir so eine Verkettung haben, nämlich dieser Kurve mit dieser Abbildung F, dann ist der Tangentialvektor gerade die Ableitung von F angewendet auf die Richtung EJ. Das ist also die Kettenregel, die wir bewiesen hatten. Und das liefert uns nun nach Definition die partielle Ableitung von F nach XJ. Diese Identität ist richtig für alle Koordinaten Richtung EJ, das heißt für J gleich 1 bis N. Und wenn wir jetzt eine lineare Abbildung in alle Koordinatenrichtungen testen oder bezüglich einer Basis verstehen, dann verstehen wir sie auch vollständig. Und es folgt eben daraus dann, dass wir für einen beliebigen Vektor H diesen Ausdruck schreiben können als die partielle Ableitung von F nach XJ mal der J-Komponente von H, oder in anderen Worten, wenn wir die Matrix-Vektornotation verwenden, erhalten wir dann diese Notation her. Und wir haben die Identität bewiesen. So, die interessantere Richtung ist eben der Teil B. Und hier gilt es ja zu zeigen, dass die partielle Differenzierbarkeit plus die Annahme, dass die partiellen Ableitungen stetig sind, die Differenzierbarkeit impliziert. Und das möchten wir hier beweisen. Und die erste Feststellung ist, aufgrund der Reduktion des Bildraums können wir uns einfach auf die Situation zurückziehen, in der der Bildraum eindimensional ist, das heißt n ist gleich 1. Da sparen wir uns ein bisschen Notation. Im mehrdimensionalen Fall, also wenn m größer 1 ist, können wir uns jede einzelne Komponente von f ansehen und dieses Argument durchführen. So, wir wollen also zeigen, dass jetzt nehmen wir eben an, dass m gleich 1 ist, dass diese Funktion hier die Zerlegungsformel von Weierstrass erfüllt. Und zwar mit einer linearen Abbildung, welche durch die Darstellungsmatrix, als nächstes schauen wir uns Teil B an. Das ist die interessantere Aussage. Hier ist zu zeigen, dass wenn f partiell differenzierbar ist in einer Umgebung von x und die partiellen Ableitungen bei x stetig sind, dann ist auch f total differenzierbar. Zunächst einmal genügt es, sich den Fall einer skalaren Funktion anzusehen, also m gleich 1. Denn wenn m nicht 1 ist, dann können wir uns immer auf die Komponentenfunktion von f zurückziehen und einfach das Argument dann für die Komponentenfunktion durchführen. Und diese sind ja dann skalarwertig. Um die Differenzierbarkeit bei x festzustellen, schauen wir uns die Weierstrassche Zerlegungsformel an. Wir müssen nachweisen, dass wir so eine Zerlegung haben mit einem Restlied, das eben verschwindet. Und der lineare Operator hier in der Zerlegungsformel, den haben wir mit Jacobi-Matrix angewendet auf F, auf H hier angesetzt. Warum? Nun, aufgrund von Teil A wissen wir, wenn F differenzierbar ist, dann ist ja die Darstellungsmatrix der Ableitung gerade die Jacobi-Matrix. Das bedeutet, hier kann gar nichts anderes stehen als dieser Ausdruck. Ja, als allererstes führen wir ein kleines Delta ein, sodass wir sozusagen in dieser Maximumsnorm Kugel um x mit Radius Delta die Eigenschaft haben, dass f partiell differenzierbar ist. F ist ja in der Umgebung von x differenzierbar, deshalb können wir immer so ein Delta finden, dass in dieser Menge hier, dieser quaderförmigen Menge, f partiell differenzierbar ist. Ja, für das, was folgt, ist es zunächst mal gut, ein kleines Bildchen zu malen. Malen wir hier ein Koordinatensystem, zweidimensionales, und den Punkt x ein und den Punkt x plus h, den wir ja verstehen müssen. Also hier ist x, hier ist vielleicht x plus h. Und nun ist es so, wenn man partielle Ableitungen einer Funktion versteht, versteht man ja, wie sich die Funktion verhält längs zu den Koordinatenrichtungen. Und daher ist es sinnvoll, dass man den Weg von x nach x plus h zerlegt in Teilwege, die eben auch längs der Koordinatenrichtung verlaufen. Das heißt, wir gehen erstmal von hier dorthin, in diesem zweidimensionalen Beispiel, und dann von hier nach oben zu diesem Punkt. Und so haben wir zwei Wege. Der ist längs der Koordinatenrichtung E1 und der ist längs der Richtung E2.
Ja, und den Vektor h von x nach x plus h, den zerlegen wir jetzt in Vektoren, die eben parallel sind zu den Koordinatenrichtungen. Und dafür fügen wir diese Streckenpunkte dieses Streckenzuges ein und bezeichnen diese Punkte mit h0 bis hn. Das passiert also hier. Hier sei h ein Vektor und gleich 0. Maximumsnorm sei klein genug, sodass wir in der Umgebung liegen, wo wir differenzierbar sind. Und jetzt definieren wir iterativ eben h0 bis hn auf diese Art und Weise. h0 ist 0, sodass x plus h0 gerade x ist. Und dann geht es hier iterativ weiter. Wir sagen also h oben Index k ist h oben Index k minus 1 plus die Karte-Komponente von h mal die Karte-Koordinatenrichtung. Wenn man in dem Bild hier wäre, dann wäre also dieser Punkt der Punkt x plus h oben Index 0, dieser Punkt wäre der Punkt x plus h oben Index 1 und das wäre der Punkt x plus h oben Index 2 und da sieht man schon, dass dann h2 das gleiche wäre wie h und in mehreren Dimensionen ist eben hn das gleiche wie h. Insbesondere können wir jetzt uns die Differenz fx plus h minus fx anschauen, die ja in der Weierstrassschen Zerlegungsformel vorkommt und feststellen, dass eben dieser Vektor x plus h ja nichts anderes ist als x plus h oben Index n und x ist nichts anderes als x plus h oben Index 0. Und so sieht man dann auch, dass man diese Differenz mit einer Teleskopsumme als die Summe dieser Inkremente hier verstehen kann. Also dieser Term kürzt sich immer mit dem ersten Term des des Nachfolgers und es bleibt eben nur der erste und der letzte Ausdruck dann jeweils übrig und das ist eben dieser hier und dieser hier. Okay, wenn wir uns so eine Differenz jetzt mal ansehen, was passiert da? Da sitzen wir an so einem Punkt. Und wir vergleichen also die Funktionswerte an diesem Punkt mit dem Funktionswert an dem nachfolgenden Punkt. Und die beiden Punkte werden durch eine Wegstrecke verbunden, die eben parallel ist zu einer Koordinatenachse. Das heißt, um jetzt diese Differenz zu verstehen, macht es Sinn, eine eindimensionale Hilfsfunktion einzuführen. Ich nenne die jetzt mal u von t. Die sei definiert als f von x plus h oben Index k minus 1. Das ist der erste Punkt und den möchten wir mit dem zweiten Punkt verbinden. Dazu müssen wir in Richtung ik laufen und zwar ja genau in Richtung ik müssen wir laufen und wir stellen dann fest, wenn wir diese Funktion uns ansehen, dass insbesondere u0 gerade f von x plus hk minus 1 ist und u von h unten k, also k die Komponente vom Vektor h ist gerade f von x plus h oben Index k. Und das heißt, ich kann diese Differenz aufschreiben als u von hk minus u von 0. Und jetzt stellt man auch noch fest, dass diese skalare Funktion einer Veränderlicher, die ist differenzierbar in t. Warum? F ist partiell differenzierbar in einer Umgebung von x. Hier befinden wir uns in der Umgebung von x und hier verändern wir ja nur das Argument in der Kartenkomponente. Das heißt, u ist hier differenzierbar. Und es das bedeutet, dass wir mit dem Mittelwertsatz aus der Analysis 1 feststellen können, dass u hk minus u0 über hk gleiche ist wie U' an der Zwischenstelle tau k. Die Zwischenstelle tau k, die liegt in dem Intervall 0 hk, falls hk positiv ist und sonst eben im Intervall hk, 0. Das haben wir hier. Und jetzt kann man mal sich die Ableitung ausrechnen mit Hilfe der Kettenregel und dann sieht man, dass die Ableitung, die hier steht, gerade über die partielle Ableitung von f dargestellt werden kann. Und
Die Zwischenstelle, die hier zu sehen ist, also dieses Xi, K, H, das ist jetzt ein Vektor und dieser Vektor ist eben gegeben durch den Vektor Hx plus H K minus 1 plus Tau K Ek. Aber es ist gar nicht so wichtig, wie genau dieser Vektor aussieht, sondern es ist wichtig, dass dieser Vektor Xi Kh, diese Zwischenstelle, eben in der Kugel um x mit Radius Maximumsnorm von h liegt. Das kann man nachrechnen. Und hier ist die Kugel bezüglich der Maximumsnorm verstanden. Wichtig ist, dass diese Zwischenstelle, wenn h gegen 0 geht, gegen x konvergiert. Und das ist auch klar, denn wenn h gegen 0 geht, dann geht tau k gegen 0 und eben auch diese Inkremente gehen gegen 0 und dann konvergiert das Ganze eben gegen x. Okay. Okay, fassen wir das also nochmal zusammen. Wir haben diese Darstellung, die hier steht, wobei dieses Xi kh minus x in der Supremumsnorm abgeschätzt wird durch die Maximumsnorm von h. Das haben wir uns gerade klar gemacht für eine Komponente k und jetzt aufgrund der Teleskopsumme können wir die Komponenten aufsummieren. Das ist hier passiert. Und jetzt addieren wir und subtrahieren wir die Jacobi-Matrix angewendet auf h. Also hier ist der Teil, den wir addiert haben. Und hier, wenn man diesen roten Teil hier zusammennimmt und auch die Summe mitnimmt, dann haben wir hier minus die Jacobi-Matrix angewendet auf h stehen. Wir haben hier das Matrix-Vektorprodukt sozusagen ausgeschrieben. Also insgesamt haben wir also dann mit diesem Ausdruck zusammen tatsächlich nur eine 0 addiert. Und diese Darstellung hat jetzt den Vorteil, dass wenn wir jetzt tatsächlich auf beiden Seiten die Jacobi-Matrix angewendet auf h eben abziehen, dann bleibt auf der rechten Seite nur noch das übrig. Und wenn wir jetzt den Betrag nehmen von dem Ausdruck, dann können wir jetzt anfangen, eine Abschätzung der rechten Seite vorzunehmen. Und das Erste, was hier passiert ist, ist mit der Dreiecksumgleichung den Betrag in die Summe gezogen. Der Betrag in die Summe gezogen, dann haben wir hk, Betrag von hk nach oben abgeschätzt durch die Maximumsnorm von h und was dann übrig blieb, war dieser Ausdruck. Und hier ist ein Schreibfehler, dieses xi, das hier gemeint ist, das ist eigentlich das xi k, h. Okay. Und jetzt kommt eben dieser eine Punkt hier ins Spiel, wenn h gegen 0 konvergiert, dann konvergiert Xi kh gegen x und das gilt für alle k festgehalten. Und jetzt ist aber unsere partielle Ableitung von f oder alle partiellen Ableitungen von f sind ja stetig in x und das bedeutet, dass dann, da ja Xi kh gegen x konvergiert, hier dieser Vektor oder diese Zahl gegen diese Zahl konvergiert und wenn wir das für endlich viele solche Terme eben haben und die aufsummieren, dann konvergiert eben auch diese Summe gegen 0. Und was wir dann letztlich gezeigt haben, ist, dass also der Betrag dieser linken Seite der Weierstrass'schen Zerlegungsformel abgeschätzt wird durch die Norm von h mal eine Funktion, die noch von h abhängt über diese xi kh's. Aber diese geht gegen 0, wenn h gegen 0 geht. Also ist eben der Restterm der Weierstrass'schen Zerlegungsformel so gebaut, dass er schneller gegen 0 konvergiert als linear. Und damit haben wir die Differenzierbarkeit nachgewiesen. Ja, als Korollar dieses wichtigen Satzes sehen wir jetzt auch, dass wenn wir eine Funktion haben, dass die dann und nur dann stetig differenzierbar ist, wenn f eben stetig partiell differenzierbar ist. Das heißt, der Begriff stetig differenzierbar, der ja bedeutet, dass die totale Ableitung noch stetig von x abhängt, und der Begriff stetig partiell differenzierbar sind das gleiche. Okay, das ist jetzt eine wichtige Bemerkung. Mit diesem Satz, den wir gerade bewiesen haben, haben wir jetzt ein Kochrezept,
um zu überprüfen, wann denn jetzt eine Funktion f differenzierbar überhaupt ist. Und wie geht man da vor? Also die Frage ist, ist f in x differenzierbar? Dann fragt man sich zunächst, ist f partiell differenzierbar in x? Wenn f nicht partiell differenzierbar ist in x, dann kann auch f nicht differenzierbar in x sein. Denn Differenzierbarkeit impliziert ja die partielle Differenzierbarkeit. Wenn nun f partiell differenzierbar in x ist, dann können wir die Jacobi-Matrix aufstellen und die können wir jetzt weiter untersuchen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht sofort, dass die Jacobi-Matrix stetig von x abhängt, also stetig in x ist. Wenn das der Fall ist, können wir den Satz anwenden und der sagt uns dann, ja, dann ist f sogar stetig differenzierbar und die Ableitung kann über die Jacobi-Matrix dargestellt werden. Wenn das nicht so einfach zu sehen ist oder einfach auch nicht wahr ist, dann muss man überprüfen, ob die lineare Abbildung, mit deren Darstellungsmatrix gerade die Jacobi-Matrix ist, die Restlidabschätzung in der Weierstrasschen Zerlegungsformel erfüllt. Falls das richtig ist, dann können wir folgern, dass f differenzierbar ist in x und die Ableitung ist dann durch die Jacobi-Matrix. Kann über die Jacobi-Matrix dargestellt werden. Und wenn das nicht richtig ist, dann ist f eben auch nicht differenzierbar. Und dieses Vorgehen hat jetzt eben den Vorteil, dass man zunächst mal ganz explizit die partiellen Ableitungen mit den ganzen Rechenregeln aus der Analysis 1 eben ausrechnen kann, die Jacobi-Matrix untersuchen kann und auf diese Art und Weise dann die Differenzierbarkeit im Sinne der totalen Differenzierbarkeit eben untersuchen kann. Ja, wir wollen den Satz und dieses Vorgehen an dem Beispiel hier demonstrieren. Und zwar schauen wir uns diese Abbildung f an, die geht vom R2 nach R2. Mal das einmal zwei Koordinatensysteme, hier für den Definitionsbereich und hier für den Bildbereich. Hier im Definitionsbereich sind die Komponenten des Vektors in x nicht mit x1 und x2 bezeichnet, sondern mit r und Alpha. Und das hat auch einen Grund, denn wenn wir mal uns angucken, was hier steht, dann haben wir hier einen Vektor, der liegt auf der Kreislinie eines Kreises mit Mittelpunkt 0 und Radius r. Das könnt ihr also so aussehen. Und dieses Alpha bestimmt nun, welchen Punkt wir auf dieser Kreislinie betrachten müssen. Und zwar ist es gerade hier dieser eingeschlossene Winkel. Das heißt, das hier wäre der Punkt F an der Stelle r Alpha. Das bedeutet insbesondere, wenn wir mal einen Radius festhalten und uns entlang dieser Geraden bewegen, dann würden wir so eine Kreislinie durchlaufen. Und wenn wir einen Winkel festhalten und uns in dieser Koordinatenrichtung bewegen, würden wir hier diese Gerade durchlaufen. Und dieses f, diese nennt man eine Transformation. R2 wird auf R2 transformiert und es ist die Transformation von Polarkoordinaten auf kartesische Koordinaten, beziehungsweise andersrum von kartesischen auf Polarkoordinaten. Gut. Und ja, wir möchten jetzt einfach mal untersuchen, ob diese Abbildung eben differenzierbar ist und dazu können wir ja mal die partiellen Ableitungen ausrechnen. Jetzt in der Situation, wo man die Komponenten nicht x1 und x2 nennt, sondern r und Alpha, darf man auch folgende Notation nehmen. Man darf jetzt Delta über Delta r f an der Stelle r Alpha hinschreiben, was in unserer Notation das gleiche sein soll wie Delta über Delta x1, also nach der ersten Komponente partiell abgeleitet. Und wenn wir das tun, dann wenn wir nach r ableiten, dann kommt hier eben der Vektor Cosinus Alpha Sinus Alpha raus. Und wenn wir nach der zweiten Komponente ableiten, dann kommt eben der Vektor Minus r Sinus Alpha r Cosinus Alpha raus. Jetzt können wir die Jacobi-Matrix bilden. Das ist hier schon geschehen. Und wir sehen jetzt, dass diese Jacobi-Matrix, die Einträge der Jacobi-Matrix stetig von Alpha und R abhängen.
Also die Abbildung von R2 nach R2 Kreuz 2, die gegeben ist durch R-Alpha, wird auf die Jacobi-Matrix abgebildet. Die ist eine stetige Abbildung. Und insbesondere, weil eben die Spalten ja die partiellen Ableitungen sind, sind diese partiellen Ableitungen auch stetig in R und Alpha. Und damit sind wir in der Situation, dass wir eine partiell differenzierbare Funktion haben mit stetigen partiellen Ableitungen. Und dann sagt uns der Satz, unser f ist auch tatsächlich differenzierbar und sogar stetig differenzierbar. Und ohne jetzt die Weierstrassche Zerlegungsformel sich genauer anzusehen haben wir jetzt folgern können mit dem Satz, dass wir eine differenzierbare Funktion haben. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.